Hallo zusammen, mein Name ist Anja von La Barbarese und hier dreht sich alles rund ums Nähen. Im heutigen Video möchte ich wieder ein Schnittmuster von mir mit euch gemeinsam nähen. Und zwar nähe ich heute mit euch gemeinsam eines eurer liebsten Schnittmuster, das Boho-Kleid Valentina. Ich habe es auch gerade schon einmal an. Das Kleid, was ich jetzt gerade anhabe, das nähen wir jetzt auch gleich gemeinsam im Video. Valentina ist eigentlich so der perfekte Boho-Allrounder, würde ich es mal nennen. Ihr könnt Valentina als Kleid, aber auch als Blusenvariante nähen und ihr bekommt einen langen Ärmel und einen halblangen Ärmel mit einem angenähten Volant. Valentina gibt es jetzt schon über 1,5 Jahre und ja, jetzt gibt es endlich auch mal die komplette Anleitung dazu. Bislang gab es schon immer ein paar Detailverarbeitungen vom Schnitt auf meinem Kanal, zum Beispiel auch wie ihr hier die Blende näht, aber heute nähen wir einmal das ganze Schnittmuster komplett durch. Valentina hat hier vorne im Vorderteil 2 senkrechte Brustabnäher. Dann haben wir hier eine ziemlich schöne Blende, die auch ganz raffiniert verarbeitet wird. Das erfahrt ihr jetzt auch gleich im Video. Das vordere Rockteil wird angekräuselt in einem spitzen Bogen hin zur Mitte und das Rückenteil wird mit 2 Reihen Elastikfäden gekräuselt. Dadurch bekommt das Kleid auch noch ein bisschen Figur und fällt halt nicht ganz so sackartig. Ihr könnt es natürlich auch lockerer ohne die Kräuselung im Rückenteil nähen. Wer es aber gerne ein bisschen figurbetonter haben möchte, ohne dass es aber zu eng ist oder aufträgt, der sollte auf jeden Fall mit den Elastikfaden die Kräuselungen nähen. Alle Infos zum Schnittmuster findet ihr wie immer unten in der Infobox und dort findet ihr auch das Lookbook mit den tollen Ergebnissen meiner Probenähmädels. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mit dem Video. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen und hoffentlich auch beim Nachnähen. Wir starten jetzt als erstes mit unseren Vorderteilen. Das heißt, ihr nehmt euch bitte schon mal eure beiden Vorderteile und zwar nähen wir jetzt im ersten Step die Abnäher. Ihr solltet euch hier auch am besten einmal die Abnäherspitze schon übertragen haben oder ihr radelt euch die komplette Nahtlinie auf die linke Stoffseite durch. Und jetzt legen wir hier unser Vorderteil am Abnäher einmal rechts aufeinander und stecken das Ganze fest. Steckt dabei eure Stecknadeln so, dass die Stecknadelköpfe in Richtung der Abnäherspitze zeigen. Wenn wir jetzt unseren Abnäher nähen, starten wir hier unten an der Saumkante bzw. an der Kante, wo dann eben später unser Rockteil drankommt. Dort verriegelt ihr die Naht, dann näht ihr hier entlang mit 1 cm Nahtzugabe oder eben entlang der Nahtlinie, wenn ihr die aufgezeichnet habt, euren Abnäher. Lasst ihn dann aber bitte zur Spitze hin sanft auslaufen. Das heißt, ihr näht dann nochmal so ganz knapp einen Stich hinüber und dort verriegelt ihr bitte das Nahtende nicht. Das heißt, dort näht ihr nicht nach vorne und nach hinten, sondern ihr lasst die Fäden einfach etwas länger, schneidet sie ab und verknotet dann hier das Nahtende einmal mit der Hand. Und das macht ihr jetzt an beiden Abnähern. Versäubert dann anschließend hier eure Nahtzugaben am Abnäher und dann bügelt ihr euren Abnäher in Richtung der Seitennaht. Als nächstes brauchen wir jetzt unsere Blendenteile. Dafür brauchen wir jetzt einmal unsere rückwärtige Blende und die beiden vorderen Blenden. Das Ganze haben wir dann noch einmal. Wir haben hier 4 vordere Blenden und 2 rückwärtige Blenden. Und ihr solltet auch schon alle Teile mit einer Einlage versehen haben. Ich nehme da immer gern die H180. Wir schließen jetzt die Schulternähte. Das heißt, ihr legt jetzt eure rückwärtige Blende rechts auf eure beiden vorderen Blenden. Wir haben jetzt hier auch Knipse eingezeichnet. Es ist jetzt nämlich hier wichtig, damit ihr gleich hier einen schönen runden Abschluss habt, dass ihr die Schulterkanten nicht so aufeinander steckt, also so komplett irgendwie abschließend, sondern ihr steckt die Schulternähte entlang der Nahtlinien aufeinander. Wenn ihr die Knipse habt, dann müsst ihr eigentlich nur Knips auf Knips stecken. Wenn ihr keine habt, dann steckt ihr die Schulternähte hier bitte so, dass hier das Ganze in Nahtzugabenbreite übersteht. Das heißt, wenn wir jetzt dann gleich hier mit 1 cm Nahtzugabe unsere Schulternähte zusammennähen, dann beginnt auch hier, wo sich die beiden Teile überkreuzen, unsere Naht. Und das macht ihr jetzt bei diesen Blendenteilen und auch noch bei euren anderen 3 Blendenteilen. Und anschließend bügelt ihr bitte die Nahtzugabe an den Schulternähten auseinander. So, das sind jetzt unsere beiden Blendenteile. Die Nahtzugaben sind auseinandergebügelt. Und im nächsten Step legt ihr jetzt diese rechts aufeinander und steckt die jetzt mal in der Innenseite zusammen. Achtet darauf, dass eure Schulternähte aufeinander liegen. Und auch hier vorne haben wir ja Knipse. Die solltet ihr bitte auch rechts aufeinander stecken. Jetzt steppt ihr hier die Innenseite eurer beiden Blenden einmal mit 1 cm Nahtzugabe rechts auf rechts zusammen.
Im nächsten Step müssen wir jetzt noch die Nahtzugaben etwas einschneiden und zurückschneiden. Und zwar haben wir hier vorne ja einen Knips. Der markiert auch unser Ausschnittende von der Blende, wie ihr gleich sehen werdet. Und dort schneiden wir jetzt einmal ein Dreieck aus der Nahtzugabe. Dann schneiden wir noch hier in den Rundungen die Nahtzugabe mit kleinen schrägen Einstichen ein. Nachdem ihr eure Nahtzugaben jetzt hier eingeschnitten habt, dann klappt ihr eure beiden Blenden hier einmal auf, wendet diese auf links und jetzt bügelt ihr die Nahtzugabe in eines der beiden Blendenteile. Das Blendenteil, in das jetzt die Nahtzugabe bügelt, also bei mir liegt die Nahtzugabe jetzt hier auf diesem Blendenteil, das liegt dann später innen bei eurem Kleidungsstück, also auf der linken Seite. Das heißt, falls jetzt hier ein Blendenteil vom Muster her besser passt als das andere, dann achtet darauf, welches dann später rechts und außen liegen wird von eurem Kleidungsstück. Und nachdem ihr jetzt hier die Nahtzugabe eben in das linke Blendenteil gebügelt habt, was für euch dann eben, wie gesagt, links ist. Dann steppen wir die Nahtzugabe jetzt hier noch einmal flach. Das heißt, ihr steppt jetzt die Nahtzugabe knappkantig neben der eben genähten Naht auf euer linkes Blendenteil, also das, was dann eben innen liegen wird, fest. Das Flachsteppen der Nahtzugabe, das macht ihr dann am besten von der rechten Seite aus. Das heißt, die Blende liegt dann so unter eurer Nähmaschine und dann könnt ihr dann hier knappkantig neben eben der eben genähten Naht und das, was später unser Bruch ist, die Nahtzugabe flachsteppen. Legt die Blende jetzt so mit der rechten Stoffseite nach oben vor euch hin. Jetzt verbinden wir nämlich noch unsere Blendenteile hier vorne in der Mitte, damit wir später unseren schönen V-Ausschnitt haben. Dafür legt ihr jetzt eure Blendenteile hier rechts auf rechts aufeinander. Achtet eben darauf, dass hier oben nichts verdreht ist. Schaut jetzt hier links und rechts, dass eure Knipse exakt aufeinandertreffen. Und jetzt steckt ihr die Blendenteile exakt in der Bruchkante hier, in dieser Naht, mit der wir die beiden Blendenteile auch jeweils verbunden haben, aufeinander. Also nicht die Naht, mit der wir jetzt eben die Nahtzugabe flach gesteppt haben, sondern hier unsere Naht, mit der wir die beiden Blendenteile verbunden haben. Das exakte Aufeinanderstecken fällt euch etwas leichter, wenn ihr hier von der Seite mal guckt mit dem Fingernagel, wo eben eure Bruchkante ist. Und dann könnt ihr mit Hilfe der Stecknadeln schauen, dass eben diese Naht exakt aufeinander liegt. Dort, wo ihr einsticht, soll dann eben die Stecknadel auch wieder entlang der Naht herauskommen. Und die steckt ihr jetzt eben bis hier zu unserem Knips, also dort, wo wir das Dreieck aus der Nahtzugabe herausgeschnitten haben, aufeinander. Und dann steppt ihr die beiden Blendenteile auch genau in dieser Naht wieder zusammen und eben exakt hier bis zu unserem Knips. Was jetzt hierbei noch wichtig ist, fangt nicht ganz unten mit eurer Naht an, sondern lasst so einen Abstand von 0,5 bis 0,7 cm. Dadurch können wir dann nämlich später unser Rockteil sauberer annähen. Und was auch ganz wichtig ist, hier am Abschluss, wenn ihr eure Naht verriegelt, bitte näht die exakte Anzahl an Stichen vor wie auch zurück. Klappt dann eure Blende auf und bügelt sie. Ich habe das Ganze jetzt hier schon einmal gemacht. Jetzt habt ihr hier eure rechte Seite, wo ihr eben nicht die flach gesteppten Nahtzugaben seht. Und das ist jetzt sozusagen eure linke Seite. Hier habt ihr jetzt die flach gesteppten Nahtzugaben. Was ich jetzt auch schon einmal gemacht habe und was ihr jetzt am besten auch als nächstes macht, ihr steppt jetzt hier die beiden offenen Kanten der Blende einmal mit 0,5 cm Nahtzugabe aufeinander. So tut ihr euch jetzt dann nämlich gleich leichter, wenn wir die Blende an den Ausschnitt nähen. Dann verrutschen die beiden Kanten nämlich nicht. Jetzt geht's weiter mit unseren Schulternähten. Dafür brauchen wir jetzt einmal unsere beiden Vorderteile und unser Rückenteil. So, das ist jetzt unser Rückenteil. Und jetzt nehmt ihr eure Vorderteile und legt diese hier rechts auf euer Rückenteil und steckt hier die Schulternähte aufeinander. Jetzt steppt ihr hier die Schulternähte mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Im Anschluss könnt ihr dann die Nahtzugaben direkt versäubern zusammengefasst und in euer Rückenteil bügeln. Jetzt legt ihr euer Kleid, wir haben ja schon Vorder- und Rückenteil miteinander verbunden an den Schulternähten, einmal so aufgeklappt vor euch hin. Und jetzt werden wir als nächstes nämlich unsere Blende an den Ausschnitt steppen. Ihr könntet schon einmal eure Blende so an den Ausschnitt legen, wie sie später auch aussehen wird. Achtet jetzt hier darauf, dass eure rechte Seite die Seite ist, bei der ihr hier eben keine Naht habt, mit der wir die Nahtzugabe festgesteppt haben. Dann legt ihr jetzt eure Blende hier
rechts auf euer Vorderteil und steckt jetzt die offenen Kanten von eurem Vorder- und Rückenteil mit den offenen Kanten eurer Blende zusammen. Wichtig ist, es liegt jetzt die Seite der Blende oben, bei der ihr eben hier die Naht seht, mit der wir die Nahtzugabe flach gestippt haben. Achtet jetzt beim Zusammenstecken darauf, dass hier eure Knipse aufeinandertreffen und eure Schulternähte und die rückwärtige Mitte. So sieht jetzt unsere festgesteppte Blende aus. Ihr solltet bitte dann nach dem Feststeppen alles einmal schön ausbügeln und ihr könnt jetzt dann auch hier diese Nahtzugaben einmal versäubern. Als nächstes kreuzen wir jetzt unser Rückenteil, das heißt, wir nähen jetzt mit dem Elastiknähfaden. Dafür gleich vorneweg ein Hinweis, ich zeige euch jetzt nicht im Detail, wie ihr das einfädelt und mit dem Elastiknähfaden näht, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich verlinke euch aber hier ein Video, dort zeige ich euch Step by Step und ganz ausführlich, wie ihr das Elastiknähgarn einfädelt und wie dann der perfekte Stich aussehen sollte, damit hier dann auch alles schön gesmoked bzw. gekräuselt wird. In der Anleitung ist das Ganze auch sehr ausführlich beschrieben, was ich euch jetzt aber hier schon mal zeige. Und zwar kommt der Elastikfaden in eure Unterfadenspule. Das heißt, es liegt dann gleich beim Kräuseln oder beim Smoken mit dem Elastikfaden die rechte Stoffseite oben. Deshalb solltet ihr euch hier die Linien oder die Linie, ihr könnt ja den Elastikfaden mit einer Reihe oder mit zwei Reihen nähen. Das heißt, die rechte Stoffseite liegt oben und ihr solltet euch jetzt bitte auf die rechte Stoffseite entweder mit Trickmarker oder mit Schneiderkreide einmal die Linie anzeichnen, an der jetzt gleich euer Elastikfaden entlang vernäht wird. Im Schnittmuster ist die Linie in dem leichten Bogen. Die könnt ihr euch einfach durchradeln. Ihr könnt aber auch die Linie, so wie es ich jetzt hier gemacht habe, einfach begradigen. Vielleicht könnt ihr es hier ganz gut sehen von Knips zu Knips. Ich werde jetzt auch nur eine Reihe mit dem Elastiknähfaden nähen. Wie gesagt, hier oben verlinke ich euch das Video und dann legt ihr den Stoff eben mit der rechten Seite nach oben unter eure Nähmaschine und näht dann entlang eurer eingezeichneten Linien mit eurem Elastiknähfaden in der Unterspule. Wie gesagt, ich habe jetzt nur einen Elastikfaden genäht und so sieht jetzt mein gesmoktes Rückenteil aus. Ich habe hier einen Trickmarker verwendet. Wenn ich das Kleid dann gleich einmal wasche, dann verschwindet er hier auch. Als nächstes geht es jetzt weiter mit unserer vorderen Rockstufe, die hier an unser Vorderteil kommt. Die schnappen wir uns jetzt, denn wir müssen diese hier auf unsere Breite von unserem Vorderteil kräuseln. Das ist jetzt die Stufe von unserem Vorderteil. Die verläuft ja oben hier in so einen spitzen Bogen. Diese Seite wird jetzt dann auch an unser Vorderteil genäht und die müssen wir jetzt eben noch auf die Breite unseres Vorderteils kräuseln. Dafür stellt jetzt eure Nähmaschine auf die längste Stichlänge ein und dann näht ihr hier einmal im Abstand von 0,5 und einmal im Abstand von 0,8 zwei Kräuselungsfäden, nenne ich sie immer, mit längster Stichlänge und ihr verriegelt eure Nähte am Anfang und Ende nicht und lasst die Fäden auch etwas länger überstehen. Wenn ihr jetzt eure beiden Kräuselungsfäden hier genäht habt, dann verknotet ihr einmal die Ober- und Unterfäden jeweils miteinander und wenn ihr jetzt an den Unterfäden zieht, dann seht ihr hier, könnt ihr eure Rockstufe ganz einfach kräuseln. Unsere Mitte von der Rockstufe wird ja hier markiert durch unsere Spitze. Das heißt, ihr könnt euch daran orientieren, dass ihr einmal von links und von rechts eben bis zur Spitze hin ordentlich kräuselt und dann könnt ihr euch auch schon mal euer Vorderteil dazulegen, damit ihr seht, wie weit ihr das Rockteil links und rechts zusammenkräuseln müsst. Die Spitze hier bei unserem Rockteil, also die Mitte, die trifft natürlich dann hier auch exakt auf die Mitte von unserem Vorderteil, also hier, wo wir unsere Blenden zusammengenäht haben. Und jetzt kräuselt ihr einmal eure Rockstufe auf diese Breite, verteilt eure Fältchen gleichmäßig und dann stecken wir das Vorderteil und das Rockteil rechts aufeinander. Markiert euch am besten auch die Mitte des Rockteils, also die Spitze mit einer Stecknadel, damit ihr die auch während des Kräuselns noch zuordnen könnt. Wenn ihr dann die gewünschte Breite habt, dann nehmt ihr hier euer Vorderteil, dreht es einmal so rum, dass die linke Seite halt oben liegt und die beiden rechten Seiten hier von Rockstufe und Vorderteil aufeinander und steckt jetzt hier die offenen Kanten und hier eure Kräuselungskante rechts aufeinander. Ich fange jetzt hier auch in der Mitte an, die ich mir markiert habe, steckt zunächst die Mitte und dann links und rechts. Achtet wie gesagt dabei darauf, dass eure Fältchen ordentlich verteilt sind und wenn ihr möchtet, dass es zum Beispiel in der Mitte nicht ganz
jetzt so sehr aufträgt, dann würde ich euch raten, dass ihr zur Mitte hin etwas weniger Falten legt und die Falten eher links und rechts von der Mitte weggehend verteilt. Wenn jetzt euer Vorderteil hier an den Kanten rechts auf euer gekräuseltes Rockteil gesteckt habt, dann steppen wir das Ganze jetzt hier mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Denkt dabei daran, eure Nähmaschine wieder den Stich umzustellen, dass der nicht mehr auf der längsten Stichlänge ist. Und danach könnt ihr auch direkt hier die Nahtzugaben zusammengefasst versäubern. Was jetzt wichtig ist, damit ihr diese schöne Spitze, diesen schönen Bogen beibehaltet, näht hier oben exakt bis zur Mitte eurer Blende. Lasst dann die Nähnadel im Stoff versenken, hebt euren Nähfuß, dreht dann euren Stoff und dann näht ihr eben weiter. Anschließend könnt ihr dann hier auch an der Spitze die Nahtzugabe etwas einschneiden, so ein kleines Dreieck raus, und dann könnt ihr eure Nahtzugaben auch zusammengefasst direkt versäubern. So, wenn jetzt unser Vorderteil, die Rockstufe hier angekräuselt ist, dann können wir jetzt im nächsten Step die Seitennähte schließen. Dafür legt ihr jetzt euer Vorder- und Rückenteil hier, das ist mein Rückenteil, hier ist mein Vorderteil, an den Seitennähten rechts aufeinander. Euer Vorderteil hat jetzt ein bisschen mehr Weite, also ein bisschen mehr Länge. Es kann sein, dass ihr das jetzt etwas einhalten müsst, falls es euch zu stark ist, um es einfach so jetzt beim Feststecken einzuhalten. Dann näht hier auch nochmal mit der größten Stichlänge entlang im Abstand von 0,5 cm und dann könnt ihr etwas am Faden ziehen und das Vorderteil einhalten. Aber bitte die Mehrweite in der Nahtzugabe verteilen, nicht dass ihr euch hier Falten einnäht. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie auch beim Ärmel einhalten. Da verlinke ich euch auch mal ein Video, wie ihr richtig einen Ärmel einsetzt. Bei der Seitennaht ist es jetzt wichtig, dass hier unser Elastiknähfaden, der trifft hier exakt auf unsere Rockstufe im Vorderteil, und dann könnt ihr jetzt eure Seitennaht einmal links und rechts aufeinander stecken. Wenn ihr jetzt eure Seitennähte aufeinander gesteckt habt, dann könnt ihr diese jetzt mit 1,5 cm Nahtzugabe schließen und im Anschluss auch direkt versäubern. Wenn ihr die Nahtzugaben jetzt mit der Overlock versäubert, dann schaltet bitte euer Messer aus. Nicht, dass ihr euch aus Versehen hier beim Elastikfaden, den haben wir ja nur verknotet, nicht, dass ihr noch den Knoten aus Versehen mit dem Messer abschneidet und sich sonst euer Elastikfaden vielleicht auch noch löst. Also 1,5 cm Nahtzugabe und danach versäubern und bei der Overlock am besten das Messer wegklappen. Jetzt machen wir mit unseren Ärmeln weiter. Nehmt euch jetzt eure Ärmel und legt diese hier rechts aufeinander und dann schließt ihr die Ärmelnaht. Ich mache jetzt die Variante mit dem kurzen Ärmel und dem Volant. Beim langen Ärmel ist es natürlich genau das gleiche Vorgehen. Wenn ihr dann hier die Ärmelnaht geschlossen habt mit 1 cm Nahtzugabe, dann könnt ihr die auch direkt wieder zusammengefasst versäubern. Und was ihr jetzt auch noch machen könnt, wir werden gleich unseren Ärmel etwas einhalten müssen, damit der ins Armloch passt. Der Ärmel hat nämlich eigentlich immer etwas mehr Weite, das heißt hier die Armkugel, die Strecke ist länger als unser Armloch, damit wir uns eben schön bequem bewegen können. Um den Ärmel jetzt dann einhalten zu können, näht ihr am besten jetzt auch einmal mit größter Stichlänge, ohne am Ende und am Anfang zu verriegeln, hier einmal mit 0,5 cm entlang der Nahtzugabe. Dann können wir gleich beim Ärmel einsetzen, den Ärmel durch das Ziehen am Faden etwas einhalten und die Mehrweite dann eben bitte in der Nahtzugabe verteilen, sodass ihr keine Fältchen einnäht. Ich verlinke euch aber dazu hier noch ein Video, wo ich euch genau zeige, wie ihr einen Ärmel einsetzt. Ihr solltet euch bitte auch beim Ärmel hier überall die Knipse übertragen haben, damit ihr wisst, welcher Ärmel auch in welches Armloch kommt. So sieht jetzt unser Ärmel aus. Ihr könnt, denke ich, hier sehen, ich habe hier jetzt einmal schon meinen Kräuselungsfaden eingenäht. Meistens müsst ihr jetzt gar nicht mal dran ziehen, wenn ihr gleich den Ärmel einsetzt, weil sich hier schon durch das Kräuseln oder durchs Nähen mit der größten Stichlänge die Mehrweite dann eigentlich schon ganz gut einhalten lässt. Ich nähe ja den Ärmel mit Volant, das heißt, hier wird jetzt noch ein Volant angebracht. Den habe ich hier, nicht wundern, ihr habt diese Naht hier nicht, denn der Volant wird zweimal im Bruch zugeschnitten. Mein Stoff hat aber nicht ganz ausgereicht und ich musste die Schnittteile einzeln zuschneiden. Im ersten Step legt ihr jetzt euren Volant rechts aufeinander und dann schließen wir hier diese Naht mit 1 cm Nahtzugabe und anschließend
könnt ihr auch die Nahtzugaben wieder versäubern. So sieht unser Volant dann aus. Den können wir jetzt einmal auf rechts drehen. Und jetzt steckt ihr euren Volant so rum. Die offenen Kanten von euren Ärmel und vom Volant zeigen jetzt hier nach oben. Und jetzt steckt ihr euren Volant hier in euren Ärmel rein, sodass dann gleich die offenen Kanten rechts aufeinander liegen, und steckt den einmal ringsherum fest. Die Naht, die an eurem Volant ist, die trifft dann eben hier auch auf eure Ärmelnaht. Wenn ihr jetzt euren Volant hier in euren Ärmel gesteckt habt und eben beide Teile rechts aufeinander liegen, dann steppt ihr jetzt euren Volant wieder mit 1 cm Nahtzugabe an euren Ärmel und versäubert im Anschluss die Nahtzugaben. Und das macht jetzt eben bei beiden Ärmeln. So sieht jetzt unser fertiger Ärmel aus. Ihr dreht jetzt euren Ärmel auf rechts und euer Kleid auf links. Jetzt schaut ihr anhand der doppelten Knipsen, welcher Ärmel in welches Armloch kommt. Und dann nehmt ihr jetzt euren Ärmel und steckt diesen jetzt hier in euer Armloch hinein. Da ist unsere Seitennaht und unsere Ärmelnaht, die trifft natürlich auf die Seitennaht. Die Nahtzugaben könnt ihr ins Rückenteil legen und jetzt steckt ihr im Ärmel Knips für Knips aufeinander. Wir starten jetzt erstmal mit den Knipsen links und rechts neben der Seitennaht. Das sind hier die doppelten. Die könnt ihr auf jeden Fall schon mal flach aufeinander stecken. Da haben wir noch keine Mehrweite. Und jetzt steckt ihr eben Knips für Knips rechts aufeinander. Wenn jetzt ein Knips dann noch nicht ganz zusammenpasst, weil eben der Ärmel etwas weiter ist, dann, wie gesagt, verteilt bitte diese Mehrweite in der Nahtzugabe. Das Video zum Ärmel einsetzen habe ich euch verlinkt. Und wenn ihr euren Ärmel eingesetzt habt, dann näht ihr diesen ganz normal mit 1 cm Nahtzugabe in euer Armloch und versäubert anschließend die Nahtzugaben zusammengefasst. So schaut jetzt euer eingenähter Ärmel aus. Jetzt müssen wir das Kleid eigentlich nur noch säumen. Ich habe jetzt hier schon mal am Volant vom Ärmel die Kanten mit der Overlock versäubert. Da wir hier nämlich so eine Rundung haben, ist es ein bisschen tricky, wenn ihr das zweimal einschlagen wollt. Deswegen versäubert am besten die Kante und schlagt es dann einfach einmal um und steppt es dann knappkantig fest. Dann am Rockteil, da könnt ihr es machen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Saumzugabe doppelt umschlagen oder auch nur einmal. Ich werde die Saumzugabe jetzt hier dann zweimal umschlagen, bügeln und dann feststeppen. Und schon ist eure Valentina auch schon fertig. Und fertig ist eure Valentina. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abo auf meinem Kanal da, so verpasst ihr in Zukunft auch kein Video mehr. Ich hoffe jetzt natürlich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr jetzt eine wunderschöne Valentina in euren Händen haltet und ich wünsche euch wie immer vor allem ganz, ganz viel Spaß jetzt beim Ausführen eures neuen Kleidungsstückes.